Nee, oder? Das war schon richtig. War keine schon richtig. War schon richtig. Das sollte richtig lesen und so. War schon richtig. Ja, geht nicht. Ich habe bei der Arbeit das nur eben überflogen. Genauso wie die Geschichte mit dem Team. Der hat doch keine Zeit auf der Arbeit da jetzt noch zu gucken. Boah, der Julian hat doch keine Zeit. Nee. Ja, wir haben doch keine Zeit, ja. Auch zum Übersteuern ist immer Zeit. Ich hab doch nicht übersteuert, ihr habt doch keine doch. Ahnung. Nein. Doch. Nein. Ich schwör, hab ich auf Aufnahme, ey. Ja, echt. Ja, mach ich jetzt hier kannst weg. Kannst du dir in all unseren Videos anschauen? Nee. Warte mal, was nee, die gucke ich nicht von euch, nee. Macht der grundsätzlich nicht. Was ist, wenn ich jetzt das hier ein bisschen runterschraube? Ist das dann immer noch so schlimm? Nein, jetzt bist du extrem leise. Lass ja, mal bitte wie vorher und spiel jetzt nur nicht schon rein. Ja, spiel nicht rum da. Mach's wieder wie vorher, bitte. So, ist jetzt ist wieder wie vorher. Deswegen musst du jetzt nicht deine Hardware erschlagen. Ja, ich musste mit der Hand zum Interface gehen. Julian, Steinberg soll eine recht gute Hardware haben. Hier ist richtig, kostet aber auch Geld. Es ist ja bald Weihnachten. Ja, nee. Was kostet denn kein Geld? Es ist ja auch Wohnung. Es ist ja auch Wohnung, aha. Es ist Wohnung, ist vor dem Gründungssperr. Ja, es ist Wohnung, Wohnung hat Vorrang vor Steinberg. Achso. Also ich würde auch gerne in einem Steinberg wohnen. Ja. Boah. Wir sind heute wieder so flach und ich habe schon... Josh, ich habe schon gedacht, Chakotay macht schlimmere. Also Klima da ist voll cool in so einem Steinberg. Das glaube ich aber auch gerade im Sommer. Es ist voll, ja. Also das schön schnuckelig kalt. Oh, Andi, das ist voll Andi, cool. Andi. Ja, warum bremst du? Andi. Ja. Bin ich denn jetzt wieder wie vorher oder bin ich zu leise? Sag aber was treibt ihr da vorne? Ja. Ja, ich bin ja nur in euren Aufnahmen zu leise. In meiner passt das nicht. Ich bin alles auf der Mittelspur. Da kann ich rüber. Alter, jetzt du was macht ihr denn bitte? Aber nee, ob ich rüber kann, ob ich bei dir. Der eine fährt in der Mitte, der nächste fährt links, der nächste fährt wieder rechts. Ja, ich fahr's rechts, ich fahr's ganz rechts rüber, wie. Oh, oder doch nicht. Wie man das in Deutschland sagt. Ich hab's ja gesagt, du kannst probieren. Ja, also ich hab ja den längeren Auflieger. Ach, das ist nicht. Ich hab den längeren. Aber Julian. Ja. Hab ich schon erwähnt, dass der Josh heute noch gar nicht umgefallen ist? Ja, dann also tu doch was dafür. Ich kann das nicht. Ich kann keine Leute umschmeißen. Ich krieg das nie hin. Du kannst dich nur selber umschmeißen, ja. Ja, durch andere Leute kann ich mich selbst umschmeißen. Ja, ich bin so umwerfend, dass Josh leckt auch ganz schön. Was ich lagge. Ja, du laggst ganz schön. L-A-G-G, bevor das wieder jemand in die Kommentare schreibt. Ich hab 23 Sekunden Ping, Millisekunden Ping. 23 Sekunden Ping, Alter, Vater, geh mal zu deinem Anbieter. So schlimm hab ja selbst ich nicht, und ich bin bei der Telekom. Ja. So, ich probier mal auf die, warte mal, soll ich... Wieso bist du so schnell, obwohl du einen Auflieger hast? Weil ich Scania fahre. Weil wegen maximale Geschwindigkeit und so. Und zu Tempomat. Und zu viel besser und so. Und zu Renault mit 20 PS oder Volvo. Ne, okay, Volvo hat 750 jetzt eigentlich. Jetzt musst du nur schauen, weil wir hier nach Hannover raus müssen, oder? Andi? Nach Hannover raus? Aber hier ist erstmal eine Tankstelle. Also da steht Hannover drüber. Über der Kreuzung. Du musst nach Hannover. Du musst nach Hannover. Nee, wir müssen geradeaus. Also, ich habe mir einen Hannover-Wegpunkt gesetzt und ich müsste hier raus. Ja, ich muss aber geradeaus. Okay, dann fahren wir geradeaus. Aber guck bitte beim Navi nochmal nach. Nicht, dass du jetzt gleich sagst, oh nee, wir müssen doch nicht. Was war das denn? Ich weiß es nicht. Ich hätte noch rausfahren können. Ich wollte mal gucken, ob der Josh umfällt. Nee, so umwerfen war es dann doch noch nicht. Gerade. Sag mal, ich hab hier so einen Setra hinter mir. Raus, oder? Setra, nee. Genau, so ein Scania. Herbert zu meinem Hannover ist schon Gold. Vorbei. Der ist so Gold. Kassi, siehst du das? Das ist jetzt nicht wahr. Sind die bescheuert? Ja. Geh, du Spatten, du! So, ich guck jetzt mal auf die Karte. Ich nutze die Gunst der Stunde und schau mal auf die Karte. Leute, ihr seid hier nicht in England. Schiebt eure Ärsche auf die andere Seite. Wo müssen wir denn hin? Vielleicht zum Steinbruch, oder? Weiter geradeaus eigentlich. Musst du zum Steinbruch, Andi? Wahrscheinlich. Ich muss weiter geradeaus. Oh, also, Leute, ey, so ein Arsch mit Ohren hat doch die Welt nicht mehr gesehen. Kann man das Schild umwerfen? Ja, das Schild ist umwerfend. Schon. Ich hab's mal umgeworfen. Ja, es ist umgeworfen. Party. I was caring. Ach, this is very good English. But do not care on the Autobahn. Kann ich rüber? Ja, natürlich. Do not
her on brettert an mir vorbei. Autobahn. Josh, du driftest immer weiter nach rechts ab. Ich schreib in Chat. Ja, lass den Chat. Ich hab den deaktiviert. Ich sehe es gerade. Do not care unsere Autobahn, ja. Ich hab den Chat deaktiviert. Ich hab sowas nicht. Jemand geschrieben hat, Albus care und so. Guck mal, die drängen sich gegenseitig ab. Die kehren gar nichts auf der Autobahn. Die kebbeln sich auf der Autobahn. Die rammen sich die ganze Zeit hier. Guck dir den an! Wie weit müssen wir denn noch geradeaus? Ja, er zeigt mir immer weiter geradeaus. Ha, er ist gekickt worden. Report him. Ja, er ist schon weg. Er ist schon weg. Also, ich habe mir mal einen Wegpunkt zum Steinbruch gesetzt. Hier müssen wir uns auch noch geradeaus. Wir müssen immer geradeaus. Ja, ich muss immer. Immer weiter immer geradeaus. Immer geradeaus. Zu welchem Forever. Steinbruch hast du das denn gemacht? Forever geradeaus. In Timbuktu, oder? Nee, eigentlich in Hannover. Also sehr, sehr östlich von Achtung, Hannover. Achtung, Fotografierapparat. Ich brauche ein Passfoto. Carsten? Was ist? Das deutsche Timbuktu ist Buxtehude. Ist in der Tat so. Ja, ist ja dann auch nicht weit weg, ne? Nee. Eben. In Buxtehude. So, jetzt hier runter, Andi, oder wie? Ja. Nach dem Telefonierapparat. Ja, nach dem Telefonierapparat. Fotografierapparat hier. Hm? Apparillo hier. Anova. Nach der Baustelle, warte mal. Nein, man hört schön. Nicht, dass irgendwie das Mikrofon heute ein bisschen rumspackt bei dir. Das knistert immer so schön. Ich weiß nicht, was damit ist, weil knister. Ja, das ist ja das ist spontan heute mit dem Teamspeak, da kann ich nichts für. Ja, genau, spontaner Teamspeak. Und der Teamspeak ist schuld, weil das bei uns ja irgendwie auch bei allen irgendwie... Das ist so spontan, dass ich Julian schon vorgewarnt habe heute Mittag. Du hast mich gefragt, ob ich da mitmache, Kollege. Ja gut, ich wurde auch ich habe nur gefragt, was du davon hältst. Angestürzt. Ach so, ich dachte, ich soll da mitbezahlen. Nein, brauchst du nicht, um Gottes Willen. Oh, können wir aber machen, das, Mensch. Nein! Können wir uns doch teilen. aber du zahlst mir auf, Liga, ey. Du willst doch nur die Administration für dich selbst. Ey! Sag mal, warum hältst du denn? Du willst doch nur die Administration für dich selbst haben, du Pisser. Ja, sicherlich. Warum hältst du jetzt an? Ja, weil ich geguckt habe, was ihr Bongos da hinten treibt. Weil er es nicht mehr aushält. Ich brauche eine Werkstatt. Ja, siehste, warum rammst du da denn? Da haben wir jetzt leider keinen in dem Bereich von Hannover, das ist das Problem. Ja, aber Hannover hat eine Werkstatt. Ja, aber ach, wir sind nicht überholen. In Hannover. Wobei doch hier rechts geht's zum Steinbruch. Ey, guck doch, wann du rüberfährst. Du hast mir trotzdem keinen Schaden gemacht. Ich glaube, da vorne rechts. Ja, ihr solltet eigentlich. Mich vielleicht mal oder? Vorfahren. Ja, Steinbruch. Ich fahr jetzt mal dran vorbei hier. Das ist ich fahr jetzt mal dran oder? Vorbei. Rechts Steinbruch. Andi, rechts. Da rechts hört man dann wieder das Knistern auf den Rädern. Ja. Das war ein Ja. Das Alter, sah mal Hammer aus. So habe ich Carsten ja noch nie lachen gehört. Ey, was ist denn? Nee, ne? Andi, deine Reifen drehen nicht. Also, ich würde mal sagen, wir haben eine Werkstatt in der Nähe. Wir könnten auch noch Magdeburg. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir nach Magdeburg kommen. Andi, wie bist du von da hinter das? Wie bist du von da hinter das Schild gekommen? Carsten, hinter meiner Kabine liegt ein Schild. Ja. Wie bist du von da hinter das Schild gekommen, Alter? Ich sollte mal rausfahren, da will nämlich jemand vorbei. Ich glaube, das ist ein Zuschauer, der verfolgt uns nämlich die ganze Zeit. Ja, dann fahrt ihr mal am besten zum Steinbruch, ich komm wieder. Ja. Ich komm wieder, keine Frage, heute ist nicht alle Tage. Wer hat an der Uhr gedreht? Der Josh hat nur gesagt, Andi rechts, ich hab nur reagiert, das war alles. Ja, ich hab nämlich gedacht, dass da der Steinbruch. Also ich kann mir vorstellen, dass wir das sind hier bei ist. 12, ja, das war oder? Ja auch richtig. Wir sind bei 12, Andi, ne? 12, ne? Ich hab ja die 2 hinten nicht, bei mir ist es ja eine 1. Boah, ist das ein cooler. Ja, und jetzt hört man wieder die Reifensounds, wenn in die Außenansicht geht. Nee, ich hör bei dir mehr Knacken im Moment. Achtung, da kommt einer entgegen. Jetzt aber voll das geile dynamische Thumbnail! Oh. Fuck! Was macht ihr? Ich wollte ein Thumbnail machen! Dynamisches Thumbnail, ja. Josh, do not fotografieren while driving. But genau. I do not take my handy, because I just taking... Ah, ich fahr, Kollege! Du machst es schlimmer, du steigst aus dem Truck aus und fotografierst während der rollt. Bis wo fährst du natürlich. Denn? Natürlich! Bis nach ganz unten. Warum? Weil da die Frachten stehen. Ja, ich fahr ja mal. Because the Frachts are very unten und so. Wow, da kommt einer angerollt. Come down, ja! Habumbatsch. Haben wir auch schon gesagt, wo wir hinfahren? Wir fahren nämlich nach Ungarn heute. Nach Perixit? Nach Perix fahren wir. Das ist nämlich. Ich wollte mal was Produktives beitragen. Das ist nämlich eines der neuen Städte. Zur Gaming-Maus.
die in der 1.19 neu dazugekommen sind. Ja, eine der neuen Städte, da sind zwei dazugekommen, kostenlos. Ey, man, das ist eine von zwei. Ja, One eine von two. Zwei. Weißt du was, eine von zwei bekommen. Sind die Hälfte. Eine Zweitel, von zwei. Ein Zweitel. Ja, ein Zweitel ist das, also ein 1/2, ja, ja. Ja, aber alle hier wie Motor hieß die ausmachen. Stadt jetzt nochmal? Serre Sette? Nee, wie hieß denn das Ding? Was suchst denn du? Ja, wo wir hinfahren? Also, Szeged. 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 Sag ich das war nach Pospet. Och, jetzt hier jede Ampel rot. Ich weißt du, was du mit einer Eiche machst? Ich zersäget. Oh Gott. Muss ich dir das verstehen? Ja, wegen Szeged, dem Stadtnamen. Also ich habe auch noch einen. Die letzten Meter fahren wir auf der M5. Da steht echt M5. Die Autobahn heißt M5. Ja. Ich hab gedacht, wir sind nicht in Winsenburg. Wo ist denn, wer muss denn wohin jetzt überhaupt? Szeged und Szeged. Wien. Wien ist direkt auf dem Weg. Das heißt, ich bin erst da. Wo musst du denn hin? Wo musst du nur hin? Da können wir mal einen Wegpunkt setzen. Ich muss nach Bumsfallerer. Euro-Goodies, Stokers, Seal, Plan, E-Agress. Nee, warte. Mach hin, Schnauzer. Ja, ich kann nicht schneller. Nee, beeilt euch. Nach Selb. Selplan. Selplan. Ja. Selplan, okay. Da haben wir da mal einen Wegbook hingesetzt. Also zu Neoplan muss ich hin. Genau. Gut, habe ich einen Wegpunkt hingesetzt, ne? Hast du einen Wegpunkt schon mal weiterfahren. Ey, guck mal, da fehlt mir meine Leiste, verdammte Scheiße. Na. Deine Leiste fehlt dir? Ja, ich habe. Ist es nicht irgendwas? Ein Leistenbruch oder was? Ja, dachte ich auch gerade. Die ist abgefallen. Wenn die so einfach abfallen kann, würde ich mal zum Arzt gehen. So, ich leg mich jetzt mal hinten. Ich habe beim LKW hier hinten so eine schöne Schlafposition, da lege ich mich mal hin. Natürlich, also, mach das, Josh. Später dann. Ja, das mit dem Hub ist eine gute Idee. Josh, mach uns doch mal einen guten Vorschlag für The Line. Einen guten Vorschlag inwiefern? Kommentiert Map. Mal produktiv oder so. Ach, Map. Mhm. Wenn es denn weitergeht, ne? Genau, fahrt mal, das ist bei meinen Zuschauern wunderbar angekommen, fahrt mal wieder eine Runde Berlin-Spandau, weil bei mir kam in der Kommentar, Josh, du fährst in letzter Zeit immer voll die scheiß Maps und so, fahr mal was Normales. Und dann ich so, O305 auf Spandau, Linie 92, so, bam. Habe ich 3 Folgen lang durchgezogen und danach kam, glaube ich, irgendwie auch nochmal was ganz Normales. Wobei ja. Ich glaube... Und D-Abos. Ja, und Dis-Abos heißt das. Nee, Dis-Abo und D-Line. Nee, der Welle kam ja woanders, das war ja nicht Spandau. Warum fährst du immer ein Stück vor? Damit ich nicht gekickt werde. Ich könnte vielleicht auch mal tun. Warte mal. Carsten, in einer No-Collision-Zone kannst du mich blockieren. Du bist wirklich nicht mehr in deiner höchsten Konzentration, ey. Also ein Busvorschlag... Hat er wieder Red Bull bei sich? Ja, ich glaube ja. Also ein oder vielleicht auch kein Red Bull. Könnte ich euch machen. Ja, was denn? Jetzt ist von iTram der neue Gräf und Stift Gemeinschaftsbus rausgekommen. Da gibt es so 1000 Versionen davon, wie der GSÜH, sondern nur so irgendwie in neu und mehrere Versionen und so. Den finde ich cool. Du meinst, das weil ist Wien in 2 Tagen rauskommt? Weil was? Wien in 2 Tagen rauskommt? Nein, weil der Bus cool ist. Also gab es da mal den GSÜH 240 von Altram. Ja, den kennen wir. Und da kam jetzt quasi vom gleichen Ersteller, kamen viele verschiedene Busse raus, quasi so eine... Ja, Serie in der Art. Ist das denn auch neuere Modelle dabei oder sind das alles eher ältere also Modelle? Also die sind, es sind generell ältere Modelle, aber neuere als der GSÜH zum Beispiel. Mhm. Und Manday, unsere Lieblingsmap, ist auch in der Version 2 erschienen. Welche? Die männlich. Tolle, hier die, unsere Linkslenker-Map, die nicht funktioniert hat. Ist das nicht die Englischlehrer-Pedobär-Map gewesen? Es ist die Pedobär-Map gewesen. Und der Ersteller hat mich sogar mal angeschrieben und hat gemeint, wir sollen nicht so böse über seine Map reden. Echt jetzt? Ja. Scheiße, der kann auch noch Deutsch, der Ersteller. Nee, er hat Englisch geschrieben. Ich habe vor meinen Englisch-Skills rausgelassen. Du hast es runtergeschrieben, I don't understand you. Genau. Nee. So in this area. Du, hättest schreiben müssen, Pedobär heißt bei uns Kompliment. So eine Art. Ich habe aber heute ernsthaft mal direkt den Trailer gefunden. Das ist unglaublich. Wozu denn? Ja, genau, welcher von Film? Von Wien. Star Wars Film? Nein, von Wien würde ich sagen.
Bean? Weil Bean in 2 Tagen rauskommt, gab es doch auch schon einen Trailer. Bean. Ja, der Trailer war aber gut. Also zuerst hat Carsten das für Werbung Trailer gehalten, aber gut. Eben. So, Farmer. Farmer. Pack mal. Ich muss vorfahren, Andi. Ja gut, wir haben alle einen Wegpunkt. Gar nicht, wir haben alle einen Wegpunkt. Ich lass dich dann überholen, wenn wir aus der No Collision Zone sind. In der No Collision Zone holst du mich nicht, sonst ramme ich dich weg.